Focus Money ist sein berufliches Zuhause. Der Chefredakteur dieses wöchentlich erscheinenden Magazins heißt Frank Pöpsel. Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass die Themen für unser Focus Money Magazin eines Tages ausgehen. Auch wenn innerhalb eines Jahres zum Beispiel das Thema Altersvorsorge gleich dreimal zum Titelthema wird, dann weiß ich ganz sicher, dass wir unseren Lesern trotzdem immer wieder was Neues präsentieren und berichten können. Das hat mit der Komplexität der Finanzwelt zu tun. Und das liegt aber auch daran, dass bestimmte Themen durch den Zeitgeist heute schon wieder ganz anders aussehen können als noch vor 3 Monaten. Und zum Zeitgeist gehört auch, dass in jüngster Zeit die junge Generation mehr und mehr in den Fokus rückt. Ich sollte besser sagen, sie selbst stellt sich in den Mittelpunkt und das ist gut so. Die Repräsentanten dieser Generation erkennen mehr und mehr, dass sie im Verhältnis zu ihrer Elterngeneration tendenziell schlechter dastehen werden. Meine Kinder sind 10 und 12 Jahre alt, da wird dieses Thema noch nicht thematisiert. Aber es wird sicherlich in 3, 4 Jahren Diskussionen geben und ich freue mich, mit meinen Kindern mich darüber auszutauschen. Deshalb kommt auch in der gesamten Öffentlichkeit so langsam der generationenübergreifende Diskurs ins Laufen. Denn eines ist klar, ohne die Hilfe der Älteren werden die Jungen ganz sicher im Alter reichlich Probleme haben, auf dem Lebensstandard weiterzuleben, wie sie es in ihrer Jugend gewohnt waren. Seitens des Staates halte ich es für Gift, über eine Erhöhung der Erbschaftssteuer nachzudenken. Denn die Erbschaft ist das, was die eine Generation von Alters her der anderen übergibt und der Staat hat dort keinen Keil hineinzutreiben. Vielmehr ist es jetzt Zeit, über Modelle nachzudenken, wie die sich gerade im Ruhestand befindliche Generation, die nachfolgende Generation, an ihrem Wohlstand teilhaben lässt. Darüber muss man nachdenken. Das Ziel ist aber klar. Das Ziel muss sein, dass das Vermögen erhalten wird und dass beide Generationen das Leben genießen können. Ich nenne das ganz gerne Lastenausgleich der Generationen. Und es wäre schön, wenn das ein Begriff werden würde, der künftig auch in der Öffentlichkeit heftig diskutiert wird. Mein Tipp: Suchen Sie nicht nach der optimalen Geldanlage, suchen Sie nach der Geldanlage, die zu Ihnen passt. Lieber 1% weniger Rendite und 1 Stunde mehr Schlaf. Aber achten Sie auf eines: Nur Festgeld alleine tut es auch nicht. Ihre Geldanlage muss die Inflation schlagen. Und dazu müssen Sie sich auch um Ihr Geld kümmern. Jetzt liegt es an Ihnen, aus Ihrem Geld mehr zu machen. Nutzen Sie die Beratungskompetenz der Hypo-Vereinsbank, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.